Stimme. Man hörte nie ein Flüstern, vollkommene Stille. Nur von Zeit zu Zeit hörte man den Schrei eines Geschlagenen, eines Gefolterten. Man wusste, jetzt ein anderer an der Reihe. Ich weiß nicht, wann meine Reihe kommt. So haben wir gelebt. Ich war Gott sehr dankbar, dass ich jetzt allein in einer Zelle bin. Zum ersten Mal hatte ich ein großes Geschenk bekommen. Ich wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe nur 14 erfüllt, aber ich war zu 25 Jahren Gefängnis. Gott sei Dank, 25 Jahre Zeit. Kein Telefon klingelte. Ich hatte zu keiner Sitzung zu gehen. Ich hatte keine wichtigen Geschäfte. Niemand kam. Ich bekomme Besuch. Manchmal einer sagt, ich bin gekommen, Sie anzusehen. Sag ich, bitte nehmen Sie diesen Stuhl und sehen Sie mich an. Nein, ich meinte nicht, dass ich Sie ansehe. Ich will mit Ihnen sprechen. Bitte sprechen. Und einige sagen, was man wirklich zu sagen hat. Und andere, ich weiß nicht was. Jetzt wusste ich, 25 Jahre lang werde ich Zeit haben. Dieses kostbare Ding, Zeit. Die Zeit läuft ja von uns weg. Jede Sekunde. Tick-Tack, Tick-Tack. Hier sind mir wieder Sekunden weggelaufen. Wie viele Sekunden habe ich noch? Und jetzt auf einmal war ich reich geworden. Ich hatte Zeit und konnte diese, ich meine nicht nur ich, ich meine wir. Wir hatten Zeit und konnten diese Zeit gebrauchen für das Allerwichtigste im Leben. Zu wissen, ja, was ist Zeit? Und was ist das Leben? Und wer hat es uns gegeben? Wofür hat er uns gegeben? Welche ist unsere Beziehung zu unserem Schöpfer, wenn wir eine Beziehung haben? Wir hatten für das Wichtigste in dieser Welt, hatten wir zum ersten Mal wirklich Zeit. Und dann mit der Zeit, leider ist die Sprache so, dass man sich nicht gut ausdrücken kann, mit der Zeit verschwand die Zeit. Ich werde es sofort erklären. Am Fernseher haben Sie wahrscheinlich alle gesehen, diese, die zum Mond fahren oder ich weiß nicht wo, dort im Raum. Und dort in diesen, wie heißen diese Kapseln, in welchen sie, im Raumschiff, nicht? Dort im Raumschiff. Dort ist Gravitationslosigkeit. Es gibt Gewichtlosigkeit. Die fliegen ja dort herum. Es gibt keine Anziehung seitens der Erde, also es ist keine Schwere. Es macht für sie keinen Unterschied, ob du einen Strohhalm oder 50 Kilogramm auf ihre Schultern legst. Sie spüren nichts davon. Wenn nichts von der Erde angezogen wird, das ist Schwerlosigkeit. Das erfahren Sie. Bei uns war es nicht Schwerlosigkeit, aber wieder etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich diese Erfahrung gehabt haben. Und ich glaube, es ist wichtig, ich soll sie Ihnen mitteilen. Wir lebten in Zeitlosigkeit. Mit der Zeit verschwand die Zeit. Wir wussten nicht mehr, ob es draußen Frühling ist, oder Sommer, Herbst mit den vielen bunten Farben oder tiefer Schnee, wir wussten nicht mehr. Wir hatten keinen Kalender. Wir wussten nicht, ob es Sonntag ist oder Dienstag oder Mittwoch. Wir wussten nicht, ob es 8 Uhr in der Früh ist oder 6 Uhr Nachmittag. Die Zeit war verschwunden. Wir waren außerhalb der Zeit. Zeitlosigkeit. Und in dieser Zeitlosigkeit kommen den Menschen ganz besondere Gedanken, ganz besondere Gefühle. Aber wie, hattet ihr nicht das Gedächtnis? Wusstet ihr nicht, dass bestimmte Dinge seinerzeit vorgekommen sind? Und auf andere Dinge hofft ihr? Nein, wir hatten dieses Gedächtnis nicht. Erstens einmal infolge des Hungers. Und zweitens, weil wir drogiert wurden. In jeder Tasse Kaffee, es war kein Kaffee, seid sicher, aber es war irgendein schwarzes Gebräu, das wir bekamen. Und in jedem Teller Suppe, wenn man es Suppe nennen kann, aber in jedem waren Drogen. Wir wussten, dass die Drogen dort sind, wir konnten sie riechen, aber wir hatten keine Wahl. Das war die einzige Speise. Ich bin 14 Jahre ohne meinen Willen ein Drogensüchtiger gewesen. Das war das Einzige, was wir hatten. Aber infolge des Hungers und infolge der Drogierung vergaßen wir mehr und mehr. Die Vergangenheit für mich existierte nicht. Sehr, sehr wahr erinnere ich mich daran eines Abends, dass ich ein lutherischer Pfarrer bin. Und ich versuchte mich zu erinnern, ja, was heißt mit ein lutherischer Pfarrer? Was ist lutherisch? Ich wusste nicht mehr, was lutherisch ist. Ich wusste nicht, was lutherisch ist. Ich hatte alle Bücher, die ich je gelesen hatte, vergessen. Ich hatte die Bibel vergessen.
Man lebt ja nicht nur von der Bibel. Jesus sagt, man lebt nicht vom Brot allein, man lebt vom Wort Gottes. Es gibt nicht nur das geschriebene Wort Gottes, das natürlich sehr, sehr wichtig ist. Es gibt die innere Stimme. Die innere Stimme, dort spricht Gott. Und dort im Gefängnis hatten wir die Bibel nicht. Ich hatte sie vergessen. Also fast vergessen. Ich hatte alle Bücher vergessen, die ich je gelesen hatte. Und alle Bücher, die ich geschrieben hatte. Ich wusste sie nicht mehr. Ich versuchte mich zu erinnern, ja, was bedeutet dieses Wort lutherischer Pfarrer? Ich wusste nicht mehr, ich habe über Luther vergessen. Ich war so froh an jenem Abend. Ich hatte entdeckt, dass man ein Christ sein kann, ohne über Luther zu wissen. Leute waren 15 Jahrhunderte lang Christen, ohne über Luther zu wissen. Luther ist nach 1500 gekommen. Und andere fanden aus, dass man ein Christ sein kann, ohne über Calvin zu wissen, ohne über den Papst zu wissen. Der alte Papst war ja in der Zwischenzeit gestorben. Wer der neue Papst war, das wussten unsere Katholiken ja gar nicht, wer der Papst ist. Es war ein Name, den wir niemals vergaßen. Den Namen unseres Heilandes, Jesus Christus. Aber andere Sachen hatten wir vergessen. Ich hatte sogar zu einer bestimmten Zeit das Vaterunser vergessen. Ich konnte mich nicht im Gebet konzentrieren. Und ich versuchte immer, gut, ich kann mich nicht im Gebet konzentrieren, ich werde das Vaterunser Herr sagen. Und ich fing an, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein... Ja, was kommt weiter? Ich wusste nicht mehr, was weiterkommt. Für ein paar Minuten, damals gab es keine Minuten, ich musste diesen Ausdruck gebrauchen. Für ein paar Minuten war ich sehr, sehr traurig. Was für ein Christ bin ich? Und dazu ein Pfarrer, der das Vaterunser nicht kann. Aber dann beruhigte ich mich und sagte mir, ich kenne das Gebet nicht mehr, aber ich weiß, welches Gebet ich vergessen habe. Ich habe ein Gebet vergessen, das mit der Behauptung anfängt, dass der im Himmel mein Vater ist. Und wenn er mein Vater ist, muss ich alle Formeln kennen. Muss ein Kind mit bestimmten Formeln, mit einem bestimmten Ritual zu seinem Vater kommen. Also so, so. Kannst ihm sagen, was du willst und wie du willst. Er weiß ja, was in deinem Herzen ist. Und ich faltete meine Hände und sagte, Vater unser im Himmel, ich habe das Gebet vergessen. Aber du kennst ja das Gebet wahrscheinlich schon auswendig. Du hast es so viele tausende Mal gehört. Und ich bleibe ruhig und bete dich an und liebe dich. Also wir hatten nicht ein Gedächtnis über das Vergangene. Wir konnten nicht denken über unsere Hoffnungen von später. Wir waren außerhalb von Zeit. Es gab kein Gestern, kein Heute, kein Morgen. Ich bin Jude. Meine liebe Frau, die ihr beim Büchertisch kennen werdet, ist auch jüdisch. Und ich kann euch daher sagen, ein Geheimnis der hebräischen Bibel. Im biblischen Hebräisch haben die Zeitworte keine Zeitform. Es gibt keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Hebräischen. Das gibt es nicht. Es gibt nicht, ich habe gegessen, ich esse, ich werde essen. Es steht geschrieben, essen. Und jetzt musst du schon nachdenken und dir kombinieren, ja, in welchem Zusammenhang es ist. Weil das auserwählte Volk Gottes ist außerhalb der Zeit. Es ist nicht gestern entstanden und wird in Zukunft nicht mehr sein. Abel war der Erste im auserwählten Volke Gottes und es werden solche geben bis zum Ende aller Zeiten. Und die sind außerhalb der Zeit, überall, über der Zeit. Denn es gibt Monarchien und es gibt Republiken und es gibt Kapitalismus und Kommunismus und Föderalismus und es gibt allerlei Umstürzungen, es gibt Nazis und es gibt die Weimarer Republik und jetzt gibt es die DDR und ich weiß. Überall diesen Dingen gibt es ein Volk, das nicht an Zeit gebunden ist. Und wir waren dort außerhalb der Zeit. Und jetzt außerhalb der Zeit stellt sich die Frage, ja, wo ist Jesus mit all meinen Plagen? Jesus sagt, ich bin mit euch alle Tage. Aber das ist nicht unsere tägliche Erfahrung. Alle Tage wie heute habe ich gereist und jetzt bin ich in der Fabrik oder in meinem Büro und da muss ich schnell dorthin gehen und da habe ich mir einfach, dass Jesus wirklich da ist, das spürt man nicht, fühlt man nicht den ganzen Tag und alle Tage. Aber in diesem Gebiet, außerhalb Zeit und außerhalb Raum, im Gebiet des Geistes, dort ist er alle Zeit. Und dort sind die Armen mit uns alle Zeit und auch die Reichen sind mit uns alle Zeit. Und wenn David sagt, ich habe meine Sünde immer vor mir, das scheint eine Übertreibung. Kein Mensch kann seine Sünde immer vor ihm haben. Er hat ja doch anderes zu tun als